Ich wusste, du würdest uns nicht enttäuschen, Tony. Jetzt bist du wirklich einer von uns. Eine Menge Leute haben bei dem Rennen eine Stange Geld verdient. Und die ganze Ehre gebührt dir. Du sollst nicht zu kurz kommen. Schau mal bei Lucas Bertone vorbei. Er hat auch gewettet und einen Haufen Geld gewonnen. Er will sich irgendwie erkenntlich zeigen. Okay, mach ich. Herzlichen Glückwunsch, mein großer Held. Danke. Fahre zur Lucas Bertone. Okay, und welches Auto nehmen wir? Ich glaube, wir nehmen den roten Flitzer. Auf geht's. Das Rennen haben wir erfolgreich gemeistert und ab jetzt wird das Spiel für mich blind. Oh yeah. Geschwindigkeitsbegrenzer rein, da ist schon wieder die Polizei. Und los geht's. Wo müssen wir denn hin? Wie es aussieht, müssen wir die Unterführung nehmen, den Tunnel. Ja, sieht ganz so aus. Dann mal los. Mal gespannt, was jetzt noch auf mich zukommt. Also jetzt soll ja das Spiel so richtig an Fahrt aufnehmen und so richtig extrem spannend werden und wilde Schießereien und richtiges Gangster-Feeling soll jetzt aufkommen. Da bin ich jetzt mal echt gespannt. Und jetzt bitte keine Spoiler mehr unter den Videos, weil sonst das ist unschön, wenn ich jetzt schon im Voraus weiß, was jetzt passiert und es wäre einfach gemein, mich jetzt zu spoilern, weil ich mich jetzt echt überraschen will, was so abgeht jetzt. So. Ah ja, da fahren wir weiter. Ja, die Mucke ist so ein bisschen immer das Gleiche. Ist so ein bisschen schade. Wegen dieser Mucke habe ich auch dauernd Stress. Dabei ist die Mucke so alt und YouTube geht mir voll auf den Senkel damit. Ja, wir sind ja gleich bei Lukas. Ich hoffe, dass nicht jeder Part so mit Content-ID-Treffer versehen wird, weil es wäre echt unschön, jedes Mal den blöden Einspruchsverfahren auszufüllen. So, sind wir ja gleich bei Lukas Werkstatt. Jetzt machen wir Geschwindigkeitsbegrenzer raus und heizen ein bisschen hier durch. Bock mehr. Oh, da ist schon wieder Polizei. Abbremsen, abbremsen. Boah, beinahe wäre ich reingeprescht. Das war echt knapp. So. Gut. Alles klar. Wir sind da. Hallo, ist jemand zu Hause? Hey, Tommy, ich bin hier. Haha, herzlichen Glückwunsch zum Sieg, Tom. Das war großartig. Zuerst dachte ich, du würdest es nicht schaffen, aber als du losfuhrst, wusste ich, wie es enden würde. Dank dir habe ich einen Haufen Geld gewonnen und da ich nicht undankbar bin, bringe ich dir ein paar Tricks bei. Diese Schönheit. Wow. Ich kann sie dir nicht geben, aber ich kann dir zeigen, wie du an eine rankommst. Hier, so einfach ist es, in dieses Baby reinzukommen. Nice. Das war's schon. Ein Kinderspiel. Okay. Ich denke, das kann ich schaffen. Da steht noch einer, der gehört zu einem hohen Beamten unten beim Rathaus. Tagsüber steht er auf dem Parkplatz, hinter dem städtischen Gebäude auf Central Island. Schätze,
Ich schau mal nach, ob er korrekt geparkt ist. Komm vorbei, wenn dir das langweilig wird. Ich habe immer etwas Neues. Danke, Lukas. Ich komm mal nach der Arbeit vorbei. Wir sehen uns. Ah, okay. Lukas besorgt uns also immer wieder neuere Autos und zeigt uns, wie wir sie knacken. Nicht schlecht. Okay, was hat er gesagt? Central Park. Central Park ist über die Brücke. Muss man es aber wieder nach oben verdünnisieren. Dann über die Brücke und dann in Central Park. Und dort kriegen wir unseren neuen Wagen. Unser Schlachtschiff. Heute fahren aber voll viele Bullen rum. Oh. Okay. Geschafft. Ich fahr mal einfach ganz frech über Rot, ist mir jetzt egal. Wow! Dem hätte ich doch beinahe die Vorfahrt genommen. Okay. Gut. Machen wir uns mal auf den Weg. Muss nur aufpassen. Geschwindigkeitsbegrenzer rein? Nein, ja. Ach was. Scheiß drauf. Den Bullen kommen wir sowieso. Heiz mir mal richtig durch. Los geht's. Yeehaw! 80. Miau. Miau. Oh. Die jagen uns aber jetzt richtig böse. Jetzt muss ich aber aufpassen. Ah, da unten ist ja schon das Fahrzeug. Mache ich das jetzt am besten so und bremse jetzt hier ab, park den schnell hier rein, zack, aussteigen, perfekt, und wir werden nicht mehr gesucht. Da ist ja unser Baby. Die Luft ist rein, keine Bullen. Okay. Oh, doch, da ist er. Der läuft hier spazieren. Ist wohl der Wachmann. Einfach kurz abwarten. Okay. Abwarten. Und knacken wir das Ding. Zum Rücken zu uns. Er hat uns nicht gesehen. Jawoll, ja! Und schon haben wir unser neues Auto. Fahren wir zu Salieri zurück. Boah, das Ding ist ja voll das Schlachtschiff. Okay, wie müssen wir denn jetzt? Ah, wir müssen wieder über die Brücke, alles klar. Ey, was ist denn hier los? Unfall, na super. Und die Straßenbahn kommt auch nicht mehr durch. Egal, dann nehmen wir halt den Rasen. Die Polizei steht da und ich mach da so eine Scheiße. Okay, hat aber nichts bemerkt. Okay, dann ist ja gut. Ach, rote Ampeln. Wofür soll ich halten? Boah, das ist ein ganz schön störrisches Auto. Das lässt sich voll schlecht lenken. Naja, schauen wir mal, wie es in der Beschleunigung ist. Jawohl, 30 im Berg hoch. Yeeha! Okay, alles klar. Hier kommen wir auch nach Little Italy. Achtung! Gelbes Schlachtschiff an Bord! Okay, wenn wir hier hochgehen, kommen wir jetzt auch schön rein. Hey! Aus dem Weg, Mann! Ja, Gott nochmal, immer diese Fußgänger. Okay, wir sind in Italy. Hey, hup hier nicht so rum. Gut. Hier jetzt. Hier jetzt rein. Perfekt. Und da ist sie ja schon. Salieri's Bar. Ach komm schon. Nicht jetzt vor der Bar. Cops, lass mich schon in Ruhe, wenn ich jetzt schnell in die Bar reingehe. Ah, schnell! Schnell aussteigen! Schnell!
Hey, ciao. Ich muss ganz schnell was trinken gehen. Auf Wiedersehen. Eines Abends nach einem verschlafenen Tag saß ich allein bei Salieri und nahm einen Drink. Luigi fragte mich, ob ich ihm einen Gefallen tun könnte. Hey, Tommy. Du kennst doch meine Tochter, stimmt's? Na klar, Luigi. Nettes Mädchen. Du musst stolz sein. Danke, Tommy. Sie hilft mir manchmal hier hinter der Bar aus. Pass auf, ich möchte nicht, dass sie heute Abend allein heimgeht. Gestern Abend haben mir ein paar Typen Schwierigkeiten gemacht. Mit zweideutigen Andeutungen und so, du weißt schon. Ich habe mir Sorgen um das Mädchen gemacht. Deshalb dachte ich, du könntest sie vielleicht heimbringen. Es ist gar nicht weit. Du bist ein Gentleman und genießt jede Menge Respekt in der Gegend. Diese Typen würden sich nicht mit dir anlegen. Kein Problem, Luigi. Nichts leichter als das. Oh, Tom, du kannst dir nicht vorstellen, wie dankbar ich dir bin. Ich habe mir Sorgen gemacht. Keiner kennt diese Typen. Komm morgen zum Lunch vorbei. Da mache ich dir ganz was Besonderes. Sarah, komm doch mal her. Sarah, das hier ist Tommy. Ein guter Junge. Er bringt dich heim und sorgt dafür, dass dich diese Typen nicht mehr belästigen. Hi, vielen Dank. Es dauert nicht lange. Ich wohne gar nicht weit von hier. Ich hole nur meinen Mantel, dann können wir gehen. Okay, ich warte draußen auf Sie. Ist echt nett, dass du das machst. Diese Clowns haben mir einen ziemlichen Schrecken eingejagt. Kein Problem. Pauli und ich kümmern uns später um diese Witzfiguren. Alles klar. Dann laufen wir mal schön. Neben ihr. Du arbeitest auch für Mr. Salieri, oder? Er ist wirklich nett und immer gut aufgelegt. Ja, ich arbeite manchmal für ihn. Aber normalerweise gibt's da nichts zu lachen. Und was machst du sonst so? Meistens fahre ich den Don durch die Gegend. Ab und zu überrascht er mich aber. Zum Beispiel, als er wollte, dass ich bei dem Rennen mitfahre. Ja, das habe ich gesehen. Du fährst echt gut. Ich hatte einfach Glück. Warum so bescheiden? Den Typen hast du so richtig gezeigt. Ich war mal Taxifahrer, aber zum Rennfahrer bin ich erst am Abend vor dem Rennen geworden. Na, siehst du? Du hast echt Talent. Vielleicht hast du recht. Jedenfalls war es kein Spaß. Ich stehe nicht gerne im Rampenlicht. Okay. Eine dunkle Gasse. Gefällt mir gar nicht. Schau mal an, was für ein süßes Paar. Ach, da sind sie. Was ist denn das? Gestern noch allein, heute schon mit deinem Freund unterwegs. Jungs, es wäre vielleicht besser, wenn ihr einfach abhaut und hier keinen Ärger macht. Wenn ihr einen Ärger macht, dann du, Schaumschläger. An eurer Stelle würde ich die Fliege machen. Man kann nie wissen, was passiert. Das haben wir gleich, Romeo. Ich mach dich fett. Ja, dann kommt doch her, wenn ihr mich fertig machen wollt. Du mit dem Messer. Oh, Drecksack. Komm her. Na los. Hoch die Fäuste. Ah, Alter, okay, ich hab noch was anderes dabei. Ich hab einen Schlagring dabei. Ja, jetzt gibt's richtig auf die Zwiebel. Verpisst euch. Ah, ihr habt auch Schlagringe? Kein Problem. Eine rechts, eine links. Schön Backenfutter verteilen. Tack, tack. Und da geht er in die Knie. Komm, komm. Tack, tack, tack. Komm schon, tack. Hau bloß ab, du Drecksack. Ihr verdammten Halunken. Oh, gib mir dein Messer. Wo ist dein Messer? Verdammt. Haut bloß ab, hab ich gesagt. Wo ist sie denn? Schönes Kleid, Süße. Was hast du denn da drunter? Hey, lass sie in Ruhe. Komm her, Mann. Da gibt's richtig auf die Zwiebel jetzt. Ordentlich Backenfutter, Junge. Yeah, da, da, da. Oh, ein Baseballschläger. Boah, das ist aber nicht fair. Das ist aber nicht sehr sportlich, Kumpel. Mit einem Baseballschläger auf mich losgehen. Komm, hoch die Fäuste, Drecksack. Haut bloß ab. Wenn ich euch erwische, ich mach euch fertig. Alles in Ordnung? Ach, vielen Dank. Ich weiß wirklich nicht, was ich ohne dich getan hätte. Nichts zu danken, Sarah. Jederzeit. Ach, ich hatte echt Angst, Tom. Ist alles in Ordnung? Wir sind fast da. Dann schau ich's mir an. Was schaust du dir an? Naja. War ja nicht so schlimm. Junge, Junge, die shakt aber ihren Arsch ganz schön. Hey. Vielleicht läuft da jetzt noch was. Hey, Jungs! Macht, dass ihr nach Hause kommt! Kleine Kinder müssen um die Uhrzeit schon im Bett sein. Los! Naja, ich mach dich sonst noch kalt.
Haut ab! Nein, ich will noch nicht sterben! Ja. Besser, man legt sich nicht mit der Mafia an. Okay. Und sonst? Alles klar. Ich wohne gleich neben Papa. Meine Mutter verließ uns kurz nach meiner Geburt. Arbeitest du auch mit Polly? Der ist echt witzig. Ja, er ist echt witzig. Ich finde, er hätte Schauspieler werden sollen. Manchmal benimmt er sich komisch. Das macht mir echt Angst. Ich verstehe nicht, wie man so launisch sein kann. Er muss im Leben viel durchgemacht haben. Ja, er hat schon einiges erlebt. Er ist auf der Straße aufgewachsen und das hat ihn sehr geprägt. Vielleicht ist er deshalb Fremden gegenüber so komisch. Er ist Don Salieri sehr dankbar. Er weiß, was passiert wäre, wenn er ihn nicht aufgenommen hätte. Ja, Mr. Salieri hat Papa sehr geholfen. Für mich ist er fast wie ein Großvater. Ja, Don Salieri ist ein guter Kerl. Ah, ja, doch nicht. Ich hoffe, wir sind bald bei deiner Wohnung. Naja, ein kleiner Kratzer habe ich abbekommen. Aber mit dem bin ich schnell fertig geworden. Na, wo ist denn jetzt deine Wohnung? Ah, da. Ich darf mit rein. Das hört sich gut an. Gut, da wären wir. Komm doch rein. Natürlich. So, das hier ist mein Königreich. Gehen wir doch erstmal rein. Ich sehe mir die Wunden mal an. Das ist wirklich ein Königreich. Krempeln Sie Ihre Ärmel hoch, Sir. Hilfe ist nah. Okay, schauen wir mal. Sieht nicht allzu schlimm aus. Ja, das stimmt. Die sahen viel übler aus als ich. Einen Moment, ich werde es reinigen. Schon fertig, hat nicht einmal wehgetan. Vielen Dank. Ich glaube, ich sollte dankbar sein. Oh ja. Da läuft jetzt was. Wie wär's mit einem Drink, Tom? Nun, ich könnte einen Whisky vertragen, wenn Sie einen haben. Na klar. Der Abend verspricht, interessant zu werden. Viel Spaß, Tom. Ein Drink für den Helden. Wie wär's mit einem kleinen Tanz? Wie bitte? Naja, ich möchte tanzen. Musik. Ich habe ein Grammophon. Ja, ich mag Musik. Sind Salieris Männer immer so harte Jungs? Naja, manchmal versuchen wir auch nett zu Leuten zu sein. Ein paar von euch vielleicht. Aber nur wenige. Und bist du einer von Salieris harten Jungs? Nur manchmal. Naja, ich glaube, du bist ein guter, böser Mann. Oh, manchmal bin ich sogar ein sehr böser, guter Mann. Dem Sex immer eine rauchen. Sarah war ein Engel. Ich hatte jede Menge Mädchen gehabt, aber dieses Mal war es anders. Ganz anders. Mir war klar, dass wenn ich den Rest meines Lebens mit jemandem verbringen würde, sie dieser jemand sein würde.